Vor einigen Wochen hat der wunderbare Herr Skui das erste deutsche 1 gegen 1 Escape from Tarkov Turnier organisiert. Ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub, also dachte ich mir, ey, fürs nächste Streamer vs. Streamer Format schnappen wir uns doch den Sieger vom Holy Battle und fordern den direkt mal heraus. Der wunderbare Herr Sir Hans Vader hat an der Stelle das Holy Battle gewonnen. Und die Caster, der wunderbare Herr Skui und Tony Nerd, haben beide immer und immer wieder betont, was für ein krasses Decision-Making der gute Herr denn hat. Denn was er wirklich gut kann, ist einfach, er kommt in eine Stresssituation rein, wo er vielleicht auch tatsächlich den ersten Trade, also die ersten paar Shots sogar verliert. Er bekommt zu viel Schaden und er realisiert das einfach und schafft es aus der Situation raus, um dann im nächsten Engagement in der gleichen Runde tatsächlich den Gegner zu töten. Was es natürlich für mich als reinen Shift-W-Spieler echt schwierig machen wird, gegen ihn anzutreten, aber ich denke, das werdet ihr dann gleich sehen, wie das insgesamt so gelaufen ist. Bis ich euch die Neue sind, ich bin Nico der Twisted, schön, dass ihr am Start seid und willkommen zum Streamer vs. Streamer Format. Dem Format, wo ich dann halt wirklich gegen andere Streamer antrete, in einem 1 gegen 1, in einem Best of 13. Das heißt also, die erste Person, die 7 Runden gewonnen hat, gewinnt tatsächlich. Und das Ganze mache ich halt einfach in der Hoffnung, selber ein bisschen besser zu werden in Escape from Tarkov. Falls ihr Sir Hans Vader noch nicht kennen solltet, Link zu seinem Stream und zu seinem YouTube-Channel findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Falls ihr noch neu hier auf dem Channel sein solltet, gerne ein Like, Kommentar und kostenloses Abo dalassen und sagt mir auch gerne mal in den Kommentaren, wen ich als nächstes im Streamer vs. Streamer-Format herausfordern soll. Herr Hans Vader, einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du am Start bist. Moin, Nico, danke, dass du dabei sein darf. Ja, du hast dir was ausgesucht, ne? Eine wunderbare SKS. Ja, dachte mir, du wirst sie mögen. Ja, der ist tatsächlich, also keine Ahnung, ich enjoy die Waffe sehr, also habe ich zumindest früher immer sehr enjoyed, weil ich damit tatsächlich auch so ein bisschen laufen gelernt habe auf Factory. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe mit Tarkov, habe ich damit halt, bis Level 20 sozusagen Factory nur unsicher gemacht, um das PvP so ein bisschen zu lernen. Dass jetzt so intelligent war, ist die nächste Geschichte. Aber heißt so Back to the Roots? Ja, genau. Ich bin gespannt. Deine SKS ist so gut wie gar nicht gemoddet, ne? Ah, ich habe einen Soulcom dran und einen Laserpointer drunter, das war's. Also bei mir ist das Ding tatsächlich gut gemoddet. Mit SE5-Griff und allem drum und dran. Also wirklich gucken, dass wir da so ein bisschen Vollgas geben. Mal schauen. Alright. Die erste Runde. Good luck, Herr Fahrmaschine. Gut. Dann gucken wir mal. Wir haben uns halt, wie gesagt, wirklich nur auf ein Propital geeinigt. Und jetzt heißt es einfach Decision-Making. Guck ein bisschen. Die ersten zwei Runden werden sowieso ein Rantasten sein. Ein Rantasten, wie der andere so spielt in der Situation. Probieren wir es einfach. Das war dumm. GG's. Ich habe nicht gedacht, dass du den Peak committest. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mich auch gefragt an der Tür so, probier ich, es ist dumm, es ist ein Left Peak, es ist nicht gut. Egal. So. Hipfire wird auf jeden Fall sehr wichtig sein für uns, glaube ich. Muss mir überlegen, wie ich das mache. Weil ich werde Close-Range-Duelle verlieren. Ich glaube, er ist oben. Mir fehlt alles an Informationen gerade. Probieren wir es einfach. Ja, probieren sie einfach. Okay, keine Stelle gefangen. Auch keine Stelle gefangen. Ich glaube nicht, ob er sein Office-Ding spielt. Das liegt mir leider so gar nicht. Wo ist er? Maybe über den Drop runter? Er macht das gut. Ich habe schon wieder einen Linkspeak hier bei mir. Er ist auf Glas. Wenn er auf Glas ist, könnte er im Zwischenschritt sein. Auch die Zeit zum Nachladen. Aber wir haben gesagt, wir spielen so, wie wir immer spielen, also. Eine Max für mich. Ah! Oh, da war ich nicht ganz drauf. GG's! Dann hat Splinty so gefühlt,
15 Mal gemacht am Turnier. Really? Okay. Das war ein sehr beliebter. Da aufs Metall und plötzlich ist er vor mir. Ich dachte, das klingt vertraut. Das klingt vertraut. Ja, ich wünschte, ich wäre Prüfer um die Ecke gekommen, so dann hätte ich da vielleicht was reißen können. Aber ich war mir unsicher tatsächlich, in welche Richtung du rotieren wolltest. Ich dachte so ein bisschen, dass du genau in dem Moment die Treppe hochrennst. Aber war mein Plan, so hochzurennen. Aber ich habe da Metall gehört. Ich wusste nicht, ob du jetzt im Dreier bist, in diesem Kabütchen oder im Zweier. Und wenn ich halt die Treppe hochgehe, habe ich zwei Angles demnach, ne? Den oben und die links eben. Die Tür. Und deswegen wollte ich da nicht committen. Und das wäre für mich in die Hose gegangen. Wenn ich dann nach oben geaimt hätte und du wärst in der Tür gewesen, ne? Wäre direkt tot. Ah, schön gespielt. Also dann trotzdem noch. Oh, dass ich da nicht ins Pre-Fire gegangen bin, das ist ärgerlich. Schade. Ich habe halt, ich versuche halt noch so ein bisschen einfach zu gucken, wie du mit meinen Informationen spielst. Da bin ich komplett ehrlich. Ich will wissen, was du mit den Informationen machst, weil das habe ich im Turnier nämlich gesehen, dass du sehr, sehr schnell irgendwie umschaltest, was Informationen angeht. Ich versuche einfach die Menge an Angles, die jemand auf mich haben kann, zu reduzieren. Weil eben viele rennen halt krass rum, das macht es schwierig. Und wenn ich dann irgendwo reinrenne, wo 5 Orte drauf zeigen, dann. Alright, easy, next luck. Bis gleich. Und ich mach erstmal Musik an. Habst du das Gefühl, das wird wieder Office? Also können wir auch direkt gleich Office gehen. So. Er sagte jetzt gerade, ich hätte keinen Bock auf Mad Tent. Was ist, wenn wir dann genau aus dem Grund Mad Tent gehen? Also, aber jetzt ins Offense Tent geht. Also Medical Tent. Aber wenn er mich schon invited? Such irgendwas. Informationen zu bekommen. Komm aber nichts. Ja, er ist am Mad Tent. Jetzt darf ich es nicht verkacken, die ganze Zeit laber von mir. Ja, Mad Tent liegt mir leichter. Ist er unten? Was macht er? Ah, das ist genau, was ich meinte. Schwer zu pieken. Was immer, wenn ich da rausschaue, habe ich 3 Türen, wo es sein kann. Und wenn ich die falsch pieke, bin ich tot. Ich brauche halt ein bisschen Ausdauer. Das ist so ein bisschen das, was ich mir gerade so am ehesten angucke. Wie viel Ausdauer ich noch habe. Ah, sowas, da will ich nicht, das will ich nicht eingehen. Das ist mir eine Tür zu viel. Oh, nicht Gold. Ich hab dich nicht gesehen, Mann. What? Ich hab dich erwischt? Ich stand zwischen den 2 Wassertanks. Das sind ja diese 4 Wassertanks. Und ah, du warst dazwischen, dieser kleine Peak, ne? Ja, dieser Millimeter-Peak, ey. Alter, ich hab nicht gedacht, dass ich dich hätten würde. Ich war Office. Ich dachte so, ey, du gehst doch bestimmt Office, ne? Oh, Mann, ey. Nächste Runde, good luck fun. 2-1. Let's see. Let's see, ähnliches Spawn. Ich glaube, was Nico ganz gut macht, ist so mit dem vielen Sprinten möglichst viele Angles für sich offen haben. Weiß auch nicht, wie ich dagegen angehe. Er switcht halt viel Position. Das beißt mich gerade so ein bisschen. Genau, das meine ich, ne? Er sitzt jetzt 100 Pro nicht mehr da. Schön, 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 schön. Ey, legit, ich dachte, dass es ein Headshot war, aber aufgehört zu schießen. Ey, das ist ein Vollidiot. Das ist, hab ich dich überhaupt gehittet? Ja. Oh, du siehst es im Recording. Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Aber ich hatte irgendwas, war rot. Let's go, 2-2, ne? Good luck davon. Eieiei. Ich dachte wirklich, dass ich das Engagement da in der Situation wirklich gewinnen kann. Dass ich die Position gewinnen würde. Ja, nur wieder, wenn ich jetzt dann nach unten durchgehe. Habe ich 3 Türen und Fenster. Und das wird Nico spielen wie eine Violine.
Puh, dass ich da lebend rausgekommen bin, ne? Das wollte ich tatsächlich nicht. Was das war so gut macht, das meine ich jetzt. Ich meine, ich pieke hier raus. Er kann oben im Dreier sein. Er kann im Zweier sein. Er kann unten sein. Er kann in der Box sein. Aber wenn ich hier pieke, bin ich tot. Er weiß, dass ich hier pieke. Wenn ich hier pieke, bin ich tot. Es gibt nur so drei Orte, wo ich jetzt rausgucken kann. Oder Nikos und Ehrenmann und da draus. Aber jetzt habe ich wieder einen Left Peak. Das macht der Junge echt gut. Ja. Ist er nach unten oder ist er noch auf meiner Ebene? Auf meiner Ebene. Mann, habe ich betatert. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen nervös. Vielleicht wird es besser, wenn ich mich ein bisschen entspannt habe. Du bist an einem Scav gestorben. Lass mich nicht drüber reden. Ich wollte wegresetten und ich bin in den Scav reingeboost. Oh, ich sehe dich. Oh. Easy, ja. Hatte ich Fan von Scavs, ne? Naja. Alright, 3-2 für ihn. Der Scav zählt natürlich an der Stelle zu seinem Gunsten. Und dann legen wir jetzt nochmal nach. Muss ich sagen, ich hätte gerne Battles, wo ich ihn einfach sehe. Wenn ich weiß, wo er ist, fühle ich mich am wohlsten. Ob er den Engel kennt? Hab einen Metal Jump gerade eben da hinten gehört. Weiß nicht genau, was es ist. Wieder Metal. Das wird er sein. Ob er ein zweites Mal damit rechnet? Ich höre keine Snaps mehr. Ich würde sagen, ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlecht, weil ich so wie feige spiele. Ich muss wissen, wo er ist und das kann ich nicht, wenn ich damit rumrenne. Mühe genug zu sehr zu wissen, wo er ist. Das war dumm von mir. War mein Crosshair-Placement schlecht. War nicht auf dem Kopf. Er lässt mich kommen. Zwei Engels fühle ich nicht. Nicht die Muni-Kapazität für das. Aber hört jetzt halt meilenweit durch bin. Die Situation ist gerade zu intens. Ich kann gerade nicht irgendwie die Chance offen lassen, dass ich doppelt irgendwie einen Painkiller nutzen muss. Ich glaube, er ist oben. Scheiße, ich bin tot. Jo, heil erstmal den Arm. Weißt du, der wird wahrscheinlich pushen, wenn ich nächstes Mal so auf dem Scav bitte. Nice. Scheiße, ich dachte, du wärst nach oben. Ja, ich hatte gehofft, dass das irgendwie mit dem Scav dich irgendwie... Ja, von der Audio. Ich dachte, dass du pushen würdest, weil du weißt ja, dass ich nur einen Mac habe. Mhm. Nachdem ich da so 5 Schuss rausgebrettert habe, dachte ich eigentlich, du pusht. Mhm. Aber es wäre wieder. Es wäre halt besser gewesen, eigentlich nach hinten zu resetten. Ja. Weil ich glaube, ich bin erst verreckt, dass ich irgendwie sowieso gepiekt habe. Ich glaube, es hat da keinen Unterschied mehr gemacht. Ich habe einmal den Peak verkackt. Alright. Easy. Dann, let's go. Oh, geiler Spawn. 3 zu 3, meine Lieben. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß immer noch nicht, was ich dagegen mache. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen nervös. Ich schieße ganz schön schlecht aktuell. Muss ich langsam im Griff kriegen, lange. 4 Runden haben wir nicht mehr.
Er gibt mir nichts, Mann. Er gibt mir keine Öffnung. Weil er hängt die Angles in der Regel schon die vorher ab, bevor ich überhaupt da bin. Puh, schönes Hipfeuer, Alter. Das war kein Hipfeuer. Schön. War noch Hipfeuer, oder? Er war kein Hipfeuer, nein. Oh, okay, krass. Alter, ja, Instant-Töpfe von dir gekriegt, oder? Also, das hat mich übelst erschrocken, ja. Also, ich bin rausgegangen, dann wurde ich von oben beschossen. Und ich dachte erst, das bist du. Und dann rennst du das war der Scav. Ja, genau, das war der Scav. Mhm. Und dann rennst du um die Ecke. Richtig schön reagiert, Mann. Well done. So, ich bin auch gemutet. Wo genau steht er? Ich meine, er steht irgendwo in der Richtung. Dann wieder sind sehr, sehr viele Angus hier. Probier's jetzt einfach, aber wäre jetzt oben gewesen, wäre ich jetzt schon tot. Ich krieg von der Audi dort nichts mit. Der war sehr schön, Alter. Puh, GG's. Da war ein schöner Schuss, ey, ey. Ich hab nicht gedacht, dass ich da auf Head-Level bin, muss ich jetzt sagen. Sehr schön. Unten gespawnt. Ups, ich hatte ja einen ready. Schon wieder, du warst ready, ja. GG's. Oh, aber der war auch drauf. Wo habe ich dich denn getroffen? Ja, oh, Arm. Schulter. Ja, Schulter wahrscheinlich, Schulter. Ja. Du warst auch drauf. 5-4, let's go. 2 noch, Chat, Mann. 2 noch, Chat. Ich bin nicht live. Aber falls ihr nicht wusstet, dass ich live sein kann, schaut doch gerne auf Twitch vorbei, Freunde. Link in der Beschreibung. Also wirklich, ist einfach immer. Immer, wenn ich mich bewege, ist er schon ready. SC-Movement einfach immer so eine halbe Sekunde schneller. Sehr gute Info. Rennt unten lang. Will den Left Angle nicht nehmen. Nope. Den gebe ich dir nicht. Den gebe ich dir nicht, weil ich weiß, da fange ich mir eine Schelle. Er hat schon wieder einen Right Peak, wo ich einen Left Peak habe. Das ist unglaublich. Das ist echt gut hin. Ah, scheiße. Ja. Let's go. Schon wieder, ey. Aber ich sag's noch von wegen Left Peak gegen Right Peak. Ja, aber du hast halt das Audio weiterverarbeitet, ne? Ja, aber trotzdem, es war halt wieder dämlich. Ich muss aufhören, ich bin gerade ein bisschen zu arrogant. Puh. Come on, Freunde. Es ist so ein intenses Battle gerade und ich finde, es macht halt saumäßig viel Spaß, Mann. Dein Scav magst du aber echt nicht, Nico. Holy shit. Ich glaube, er könnte rauskommen, Mann. Ich will ein bisschen... Bisschen Platz zwischen uns gewinnen. Ich brauche noch aktuell ein bisschen mehr Platz. Ah, da hat er mich erschossen, letztes Mal. Er ist wahrscheinlich schon wieder ready am Aim. Ich will mal oben spielen. Gucken, was er aus der Audio macht. Da oben drauf. Sehe nicht. Ah, wir probieren's. Okay, ich gehe ja schon deinstallieren, ist in Ordnung. Ich wollte die Revanche in dieser scheiß Ecke haben, das hat mir irgendwie nicht gefallen, dass ich das so vergeigt habe letztes Mal. Holy shit, GG's, Mann. 6 zu 5. 6 zu 5. Das ist, glaube ich,
6-5 für ihn, ne? Ich will, glaube ich, wieder ein Office-Battle, Mann. Machen den Sack jetzt zu. Ich will es nicht nochmal spannend machen. Ich will nicht in eine 6-zu-6-Situation gehen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich hätte schon Bock. Ja, es sind alles Left Peaks. Alter, war das knapp. Eine Bullet nicht weggefallen. Ja, gut. Aber was ist jetzt die Bet? Und jetzt sind wir 5 Subs gift, oder wie war das? Nein, gar nichts. Du musst gar nichts machen. Das war einfach just for the fun. So, von deiner Seite aus. So, hätte ich verloren, dann hätte ich dir halt 10 Subs gegiftet. Aber das ist einfach nur just for the fun. So, ne? Du bist eine Maschine in Tarkov. Es hat sausaumäßig viel Spaß gemacht, einfach gegen dich zu spielen. Das war richtig, richtig cool. Danke. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Also, das auch wirklich dann zu sehen. Nett.